Obsidian-Gipfel. Empfohlene Kraft 27, deine Kraft ist 31. Also wird das total einfach. Der Erzilliger ist auf den Befestigungswall von Burg Hochblock geflohen, aber er kann nicht weit gekommen sein. Beeile dich und kämpfe dich bis zum höchsten Turm durch. Der Erzilliger und seine Terrorherrschaft finden heute ein Ende. Kloppen wir die Scheiße aus ihm raus. Damit ist das auch wieder nicht familienfreundlich. Claymore. Ganz viel Kraft, ganz wenig Geschwindigkeit. Weniger Reichweite als der Hammer, den ich trage. Guck mal gerade ein bisschen nach dem Hund hinter mir, dass ich nicht auf den drauf trete. Weil ich da normalerweise meine Füße hinmache, wo er liegt. Lass mich raten, damit komme ich wieder dahin, ja. Ich denke mal, diese Portalinseln später werden eine Mischung aus den unterschiedlichen Settings sein mit Herausforderungen, die du da abschließen musst. So ein bisschen wie Diablo-Portale. Für besseren Loot. Und größere Herausforderungen. Déjà-vu, ich hab doch schon mal Leuchtfeuer entzündet. Vor allem, wer soll mir zu Hilfe kommen?
das hätten wir auch machen können. Dass irgendwelche NPCs einem doch helfen, nachdem man die gerettet hat. Es war viel möglich für Brand. Wir hätten eigentlich das bauen können, was Fortnite früher mal war. In dem PvE-Modus, weil das einfach eher Minecraft-Playing ist. Da habe ich dem Spiel eine fette 10 gegeben. Eine fette 10. So ist halt einfach eine nette Unterhaltung. Für entspanntes, bisschen Items farmen. Richtig, 5 Bauern, die ich gerettet habe, wo sind die? Wollen die nicht für ihr Land kämpfen? Gehört habe, soll noch einiges kommen an Content. Es fühlt sich auch irgendwie an wie Starter-Edition an manchen Stellen. Also es funktioniert halt die Mechanik irgendwo. Und jetzt kann man mal gucken, also jetzt können sie gucken, was sie daraus machen. So ein bisschen wie, ja, Sea of Thieves halt am Anfang. Das hat einfach alles irgendwie funktioniert und das war auch ganz spaßig mit anderen und dann muss erstmal ein Jahr Content geliefert werden. Und dann ist es ein richtig gutes Multiplayer-Spiel. Ups. Voll drauf, solange der Pilz wirkt. Ja, man kann sich ja überraschen lassen, aber das aktuell wird halt nicht lange halten, erstmal. Vor allem junge Menschen haben viel Zeit zum Zocken. Die dann hier gut durchrushen. Natürlich sollten sie lieber für die Schule lernen.
Zu viele Zauberer. Die müssen alle weg. Sammeln insgesamt 5000 Smaragde. Die. Schwere, seltene Armbrust. Ups. Also langsam gehen sie mir auf die Nerven, die Redstone-Golems. Einfach volle Kanne drauf. So viel Schaden macht er jetzt auch nicht mehr wie früher. Aber es kann mir ein Lächeln entlocken. Manchmal muss man dann doch über die Ragdolls ein bisschen schmunzeln. Ich versuche die Level immer auf dem höchsten Schwierigkeitsrang. Ich muss sagen, es macht echt extrem viel Spaß. Ist doch super, Artemis. Also es passt sich ja eh an, also vom Schwierigkeitsgrad. Ich fand es zwischendurch wirklich schwierig auf dem höchsten Level. Also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad im Level, von der Ausrüstung her. Und ich finde das gar nicht mal so eine schlechte Idee, dass es zum einen Schwierigkeitsgradstandard gibt und diese Abstufung 1, 2, 3, 4, 5, dementsprechend was für ein Kraftlevel du hast, damit es halt immer einen gewissen Schwierigkeitsgrad hat für dich. Und nicht einfach verkümmert, ist zu einfach. Gibt es dann auch noch ein Muku-Level? Also, ich habe in der ersten Stage durch ein bisschen sauberes Gucken, was so in der Umgebung los war,
wirklich ein Bonus-Dungeon gefunden. Den du danach dann auf der Karte anwählen konntest. Und ich denke mal, es wird mehr als einen geben. Aber ich denke mal nicht, dass die nur testweise in einem Level einen Bonus-Dungeon haben. Aber ich bin jetzt relativ straight hier durch. Durch die Level. Vertrau niemand, der Dreiecke auf dich schmeißt. Und so komische Geräusche macht. Denk mal nicht, dass das der... das schon alles ist, was der kann. Der wird wahrscheinlich nochmal fliehen und dann musst du nochmal gegen den kämpfen. Wenn der irgend so eine Kampfmaschine drin ist. Na toll. Ekelhaft. Upsala. Heiltrank, Heiltrank, werd fertig. Gib es nicht, ey. Blutrobe. Alle 5 Sekunden wird eine Stoßwelle ausgehen, die Gegner in der Nähe zu dir zieht. Ist natürlich total super bei sowas. Bewegung und Angriffsgeschwindigkeit verringert. Blitzstab.
Ich hätte es wirklich besser machen können. Ich war jetzt ein wenig kacke. Bei dem Fight. Ach so. Das ist ein Artefakt. Der Erz-Illager, der Feind der Dorfbewohner, wurde besiegt. Große Helden haben das Land gerettet und das Böse vernichtet. Und jetzt bauen wir zusammen was. Dank euch ist alles wieder gut. Jedenfalls vorerst. Ja, es ist also eigentlich der Auftakt. Für mehr Content. So, nächster Schwierigkeitsgrad. Neue Gegnerverzauberungen, die Prämien sind besser, neue Ausrüstung und Artefakte sind verfügbar. Die Gegner sind schwerer zu erledigen und teilen mehr aus. Jetzt wird man halt wieder von der ersten Mission, also beziehungsweise du kannst ja jetzt Abenteuer-Modus spielen und gehst dann im Abenteuer-Modus hier durch. Bis du halt im Obsidian-Gipfel auf Abenteuer den einen reinhaus. Guck mal, hier ist nämlich die Grundkraft auf dem niedrigsten 33. Aber wie man beim bei der Endsequenz schon vermuten lässt, die werden mehr Content bringen und werden es halt auch erweitern. Es ist halt eigentlich nur der Auftakt. Weil das war jetzt eigentlich so gesehen die Geschichte. Wir haben 5 Stunden gebraucht und dann war es, sag ich mal, mit den Missionen durch. Sind halt 19 Euro oder im Game Pass drin. Wenn es im Game Pass ist, für 1 Euro oder für die 3, ist das vollkommen in Ordnung. Vor allem, wenn du jetzt nochmal auf den höheren Schwierigkeitsgraden spielst, um die Level zu leveln, hast du ja wieder mehrere Stunden, die du rein investierst. Aber so für die Geschichte selbst wird es sich nicht lohnen. Ja, hab ja gesagt, wir spielen es wenigstens einmal durch. Und werden dann jetzt gucken, was wir im Stream als nächstes machen.